Ja zur Trauung, das sagen immer mehr homosexuelle Paare in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 144 waren es im vergangenen Jahr, viermal mehr als im Jahr davor. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der EKN hervor. Ich glaube, dass das ein großes, mutiges Zeichen von uns war, was in der Öffentlichkeit auch so angekommen ist. Und dass in der Folge tatsächlich viele Paare, die das vorhatten, auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, na endlich macht ihr was und akzeptiert uns. Wir wollen auch den Segen Gottes für unsere dauerhafte und verantwortliche Beziehung haben. Schwerpunkt des Jahresberichts der Kirche? Die Familie. Die Kirche will ein breites Bild von Familie vermitteln, von der klassischen Ehe über die Alleinerziehenden bis zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Wixhausen läutet die Glocken, und zwar für jedes Neugeborene. 5 Minuten volles Geläut, um den neuen Erdenbürger gebührend zu begrüßen. Das Läuten nach der Geburt gibt's seit August, aber eigentlich ist die Tradition viel älter. Die Kirche in Wixhausen hat sie nun wieder eingeführt. Seitdem melden sich viele Eltern und freuen sich über das Läuten für den Nachwuchs. Der Social-Media-Pfarrer der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist im Ruhestand. Pfarrer Horst Pohl ist am Mittwoch im evangelischen Medienhaus verabschiedet worden. Zuvor war er gut ein Jahr lang zuständig für Facebook und Twitter. Er hat einen Twitter-Stammtisch ins Leben gerufen und eine Social-Media-Tagung mitorganisiert. Seine Nachfolge hat Pfarrer Hans Gente angetreten. Er ist der neue Social-Media-Pfarrer der EKN.